Juhu, hey Leute, ich bin heute ein wenig aufgeregt, ich bin ein wenig aufgedreht. Ich freue mich schon länger wie ein kleiner Schneekönig auf diesen Moment. Und naja, wie ich das so berichte, ahnt ihr vielleicht schon, es geht jetzt nicht um den Abschluss der Ligasaison im Deutschen Skatverband. Gut aufgepasst, der findet nämlich definitiv an diesem Wochenende statt. Und für mich und meine Elmenhorster Truppe geht's in der ersten Liga nach Magdeburg. Gepackte Tasche, seht ihr da schon stehen. Wird sicher gut, wird sicher ein großer Spaß. Ist jetzt aber nicht der Grund meiner Erregung, sondern vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Hier, neues Layout hat auch was damit zu tun. Es gibt Neuigkeiten. Seit einiger Zeit schon beschäftige ich mich mit einem für mich sehr großen neuen Skat-Projekt. Und jetzt möchte ich das mit euch teilen. Ich habe ein Team aufgestellt und wir entwickeln eine niet- und nagelneue Skat-App. Und die wird komplett anders als alle Skat-Apps, die ihr bisher gesehen habt. Ich hoffe, die wird richtig viel Spaß machen. Ich hoffe, die wird euch Freude bereiten. Ich hoffe, da werden neue Spieler an das Spiel rangeführt. Ich glaube, wir haben einen weiten Weg vor uns, aber es wird mit Sicherheit cool. Und da möchte ich euch heute ganz herzlich einladen, auch ab diesem Moment mich und das Team auf dem Weg ein Stück weit zu begleiten. Wir haben eine Community eingerichtet auf Discord. Seht ihr da oben die Skatfreunde-Community. Werdet gerne Teil der Geschichte, indem ihr den Link unten klickt, den ich hier in der Beschreibung verlinke. Wer Discord noch nicht kennt, Berührungsängste einfach mal abstreifen, ganz einfach registrieren, ist ein Community-Tool richtig angesagt und auf diesem Skatfreunde-Server werde ich ab jetzt regelmäßig euch über den Fortschritt berichten. Ihr werdet ein bisschen Artwork zu sehen bekommen, ihr werdet das Team kennenlernen. Ich werde euch alle Fragen beantworten, die ihr vielleicht habt. Ich möchte auch persönlich dort mit euch in Kontakt kommen, also auch das vielleicht der Start einer neuen Ära, wo wir YouTube nicht nur so eindirektional erleben können, sondern ich möchte wirklich gerne mit euch ins Gespräch kommen, in den Kontakt kommen und erneut deswegen die Einladung, werdet jetzt Teil des Skatfreunde-Discord-Servers und begleitet ein Stück weit die Entwicklung dieser neuen Skat-App. So, jetzt ist es raus. Das war wirklich allerhöchste Zeit. Und natürlich habe ich jetzt auch noch eine Verteilung mitgebracht, dass wir noch ein bisschen wirklich über was Konkretes beim Skat auch reden können. Diese Partie habe ich gespielt vor ungefähr 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen im Livestream mit Christopher, also known as Tiki, und mit Michael, also known as Zinitz King. Und das war in der ersten Serie, 19. Spiel. Ich war ein bisschen hinten an, saß in Mittelhand, habe jetzt 18 gesagt. Muss man vielleicht nicht in jeder taktischen Situation. Das Spiel ist natürlich noch nicht komplett, aber eine ausbaufähige Karte. Ich habe es für 18 bekommen und ich habe dann auch richtig gut gefunden. Das ist ja sicher der Grund, warum man auch 18 sagt. Natürlich hätte es noch ein bisschen besser sein können, wenn man sich was hätte wünschen können. Aber 2 Volle mit dem Ass, da darf man sich wohl nicht beklagen. Jetzt war es tatsächlich so, dass ich in dieser Streaming-Situation ein bisschen abgelenkt war und ehrlicherweise dachte, ich wäre in Hinterhand. Ne? Und ich habe dann einfach 14 Augen gedrückt, Pik und den Grang gespielt. Und ich glaube, die Entscheidung für den Grang ist schon erstmal völlig in Ordnung. Ne? Ist natürlich nicht unverlierbar, das ist klar. Aber ich denke einfach, das Farbspiel ist auch nicht viel besser. Und dann in so einer Situation ist der Grang ja häufig viel einfacher zu spielen. Und insbesondere, wenn du mit den bestellten Zehnern da am Rumtüdeln bist, beim Grang kommen nun mal häufiger so ein bisschen die Asse auf den Tisch. Also das war meine Hoffnung, dass hier entweder gleich Pik Ass oder Karo Ass auf den Tisch kommt. Jetzt könnt ihr auch noch fragen, ja, und warum hältst du nicht den Pik König? Klar, ist einerseits eine gewisse kleine Stärke, dass man einen sicheren Stich im Prinzip in Pik hat, wenn da nicht gleich was abgestochen wird. Andererseits ist das Blatt natürlich auch tatsächlich, wo mir 2 bessere Buben fehlen und ein Herz auch alles ein bisschen hohl ist, gar nicht so stark. Da gibt es eine ganze Menge Drohungen und dann ist es manchmal auch schon wirklich schön, dieses Bild gedrückt zu haben. Nun gut, so ist es passiert und ich war jetzt wirklich überrascht, als dann plötzlich die Karo 7 da von Micha auf den Tisch lag, weil ich wirklich dachte, ich wäre in Hinterhand. Okay, dann nicht lange zögern, schnell die 8 drauf und Christopher nimmt hinten auch das Ass raus, nicht auf den Partner schnippeln. Alles in Ordnung, spielt die Dame zurück und ich kriege jetzt tatsächlich hier im 2. Stich Karo, Dame und König. Ich habe also so gesehen instinktiv offensichtlich alles richtig gemacht, habe jetzt hier 31 Augen liegen, ja, und sollte das Spiel wahrscheinlich jetzt einfach über die Dörfer fortsetzen oder nicht, ne?
Also natürlich gibt es auch Konstellationen, wo jetzt nur ein Bubenzug gewinnt, wenn etwa plötzlich Herz Ass abgestochen wird. Ne? Herz zu viert steht, wird da plötzlich gestochen vom Herz Buben oder so und dann kommt der letzte Karo, fliegt dann da ein Single Kreuz raus, Bauern waren verteilt. Dann ist es natürlich auch kacke, aber im Prinzip ist wahrscheinlich schon die bessere Chance, jetzt hier über die Dörfer zu laufen. Wenn Herz läuft, gibt es ja schon ein Pflichtbild und dann ist es auch egal, wenn vielleicht der zweite Kreuzvolle gestochen wird, dann stelle ich mir einfach nochmal ein Bild zurück. Naja, ich, Klein Daniel, denkt, so gut gefunden, so gut das Spiel losgelaufen, jetzt versuchen wir hier auch noch einen Schneider draus zu machen und spiele tatsächlich einen Buben aus. Ja, dummer Daniel, dumme Buben, ne? Das ist ja an sich so ein bisschen die Message. Diese beiden Buben, Karo und Pik Buben, haben in der Profi-Skat-Szene so dieses Wording, die beiden dummen Buben bekommen. Seit diesem Spiel weiß ich jetzt auch warum. Nicht, weil die etwa dumm sind, sondern weil die den Spieler, glaube ich, leicht mal zu so einer kleinen Dummheit verleiten können. Das Problem ist eben, das ist jetzt auch passiert, dass wenn die beiden Buben dagegen stehen, sofort der andere Bube abgezogen werden kann. Also mit den beiden mittleren Buben wäre der Bubenzug komplett plausibel, wahrscheinlich sogar zwingend und verpflichtend, aber mit diesen beiden Buben eben nicht. Die beiden roten Buben hätten es natürlich auch nicht sein dürfen, denn das ist klar, das wird unter Profis so gespielt, dass jetzt sofort der letzte Trumpf abgeholt wird. Und Christopher hat in dem Moment jetzt auch sich natürlich gesehen, was los ist, hatte erst nur die Herz-Dame gelegt, da wusste er es noch nicht so genau, jetzt kommt die Herz-10. Und das Problem ist eben, ich verliere jetzt selbst gegen eine Normalverteilung, weil es ist ja logisch, irgendeiner hat den letzten Karo, den spielt er jetzt, es war der Micha natürlich. Und auch Pik steht eben 3-2, ganz normal. Und jetzt ist es natürlich keine große Kunst mehr, wo die Buben weg sind, hier einfach die anderen Farben anzuzeigen. Damit wusste der Micha jetzt auch, wie es weitergeht. Spielte jetzt einfach Pik. Kleine Feinheit noch, er spielt nicht die Dame, sondern er behält sich die Dame noch für die Übergabe. Ganz wichtig, denn in dem Moment, wo jetzt hier das Pik Ass rausgenommen wurde und die Pik Lusche zurückgespielt wurde, Pik Dame drauf, habe ich mich tatsächlich nochmal kurz gefreut. Sieht man auch in dem Stream, ne? Weil ich dachte jetzt, oh, jetzt hast du es doch noch gewonnen, weil ich mir einfach so diese wirklich etwas giftige Verteilung noch nicht ganz vorstellen konnte, dass Micha also tatsächlich nur ein Herz, nur ein Kreuz hat und dafür sowohl in Pik als auch in Karo den Drilling. Ja, ich dachte jetzt, der letzte Pik ist vielleicht bei Christopher. Ehrlicherweise hätten sie es dann wahrscheinlich so rumgespielt, dass sie alle drei Stiche machen, aber ganz kurz war das mein Gedanke, aber nein, es kam jetzt der letzte Pik. Ich musste den vollen zuwerfen und habe diesen Gang mit 57 verloren und das nach der Findung und nach dem Start, also dummer Daniel, kann man mal sehen, einfach auf dem Weg hier noch einen Schneider rauszukitzeln, sollte man also im Prinzip lieber erstmal das Spiel gewinnen, bevor man Jagd auf so einen Schneider macht. Aber ja, so gesehen, so geschehen, so passiert. Und ich wollte das einfach nochmal ein bisschen näher hier beleuchten. Und wo ich auch nochmal Lust drauf habe, ist mit euch über die Benennung dieser Buben zu sprechen. Es gibt ja eben nicht nur diese beiden dummen Buben, sondern es gibt ja auch den Alten. Ne? Unser Lieblingsbube, der Alte. Da ist alles klar. Die beiden Alten haben wir auch gerne mal und wird auch so genannt. Wenn man drei obere hat, habe ich auch schon mal gehört, dass jemand sagt, ich habe die drei Alten, aber eigentlich der Herzbube ist schon keiner mehr von den Alten. Ne? So gesehen an sich sagt man da eher die drei oberen Buben oder vielleicht sogar die vier oberen Buben. Soweit so unspektakulär. Das sind die beiden mittleren, das sind die beiden roten, das sind die beiden dummen. Und das sind die beiden Alten. Aber wie nennt man eigentlich, wenn man den Pikbuben alleine hat? Das wollte ich einfach mal so in die Runde die Frage stellen. Habt ihr da eine Bezeichnung für? Ist das vielleicht hier der Steuermann oder der erste Offizier? Oder was sagt ihr, wenn ihr nur den Herzbuben habt? Das sind irgendwie so die Konstellationen, wo mir noch das Standardvokabular halt ein Stück weit fehlt und wo ich mich mal erkundigen wollte, ob ihr da was habt. Abschließend vielleicht die noch interessante Anekdote. Der Karo-Bube, das hat mir mal der Uli Göken erzählt mit seinem Fundus an Anekdoten und Geschichten. Der ist bekannt als der One-Eye-Check-Jack.
Habt ihr das schon mal gesehen? Ist nämlich der einzige Bube, bei dem man nur ein Auge sieht, also der einäugige Prüfbube. Und die Geschichte geht so: Solange der in einem Kartendeck vorhanden ist, passt er auf, dass auch ordentlich gespielt wird, dass nicht geschummelt wird. Also vorsichtig, wenn ihr drei Karten drücken müsst, wenn der One-Eye-Check-Jack irgendwo am Tisch unterwegs ist. Ja, dann würde ich sagen, jetzt geht's gleich los Richtung Spieltag. Freue ich mich auch drauf. Hoffe aber, dass ihr mich begleitet, dass ihr meiner Einladung folgt. Nochmal der Hinweis, Skatfreunde Community, tretet gerne bei, werdet gerne Mitglied, kommt mit mir ins Gespräch. Und damit wünsche ich euch ein wunderbares, angenehmes Wochenende und wie immer, gut Blatt.